Das Jahr beginnt für viele mit dem Donauwalzer. Für viele startet das Jahr auch mit einem Neujahrskonzert. So geschehen auch in Obereich, wo es für die Musiker auch galt, neben ihrer Musik auch die neuen Uniformen zu präsentieren. Ja, es ist alles neu, also vom Schuh bis zum Hut, es ist wirklich komplett neu und für jeden maßgeschneidert. Und das ist natürlich ein besonderes Gefühl. Und jetzt freuen wir uns drauf, das dem Publikum zu zeigen. Neue Uniformen also, Pflicht der Gemeinde und auch Freude beim Obereicher Bürgermeister. Ja, ich glaube, es ist notwendig, wenn schon 30 Jahre vorbei sind, dass man sich immer eingeleitet. Ich glaube, wenn sich eine Kapelle präsentiert, ein Musikverein, ist nicht nur das musikalische Verantwortung, sondern auch ein bisschen das Ausschauen, wie man erscheint. Und vor allem die Jugend. Es sind so viele Jugendliche, dass wir einfach neue Trachten gebraucht haben. Und da die Gemeinde ja zwei Kapellen beherbergt, ist auch das gut gelöst im Obereicher Kulturkalender. Die Trachtenkapelle Obereich hat jedes Jahr ein Neujahrskonzert. Der Kulturkreis ist bei uns geschlossen. Das heißt, beginnend im neuen Jahr und endend am Jahresschlusskonzert mit der Marktmusik St. Denisen. Und es gibt immer wieder Veranstaltungen unserer beiden großen Blasmusikvereine. Und dann wurde die tolle Musik und die neuen Uniformen präsentiert. Fesche Burschen, oder? Fesche Burschen, aber natürlich auch ganz fesche Madeln. Das freut mich als Gemeindevorstandsmitglied und als Tourismusopfer ganz besonders, dass sie jetzt wirklich nicht nur musikalisch total zur Geltung kommen, sondern auch optisch ein Augenschmaus sind. Freut mich besonders und die Gemeinde hat sich dafür eingesetzt, der Tourismusverband hat sich natürlich auch eingesetzt. Trachtenkapelle ist ein Aushängeschild für die Marktgemeinde Obereich. Also da kann man der Marktgemeinde Obereich nur gratulieren und alles Gute im neuen Jahr.